Wenn die ersten Sonnenstrahlen am Morgen durchbrechen, ist die Zeit der Nacht schnell vorbei. Denn das Licht der Sonne ist stärker als die Finsternis. Allein in Deutschland mit ca. 80 Millionen Einwohnern gibt es über 260.000 Mobilfunkanlagen, über 100 Millionen Handys und über 50 Millionen Deckt-Schnurlostelefone. Die Antennen sind allgegenwärtig und es gibt kaum noch Orte, die nicht von der gepulsten, hochfrequenten Strahlung erreicht werden. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Dokumentation zum Thema Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr. Die natürliche Strahlung ohne Mobilfunkbelastung beträgt 0,00 0,0001 Mikrowatt pro Quadratmeter. Der Grenzwert für UMTS-Netze in Deutschland wurde auf 10 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter festgelegt. Bereits hier müssen wir innehalten und die Frage stellen, kann es gut sein, wenn Menschen einen von der Natur vorgegebenen Wert um das Billionfache erhöhen und dies als unbedenklich erklären? Haben sich unsere Wissenschaftler und Experten bei der Grenzwertfestlegung in Deutschland um 5 Zehnerpotenzen geirrt? Dann steht uns ein Mobilfunkgau bevor. Ich nehme jetzt von einer Testperson, die keine Mobilfunkbelastung ausgesetzt war oder ist, einen Tropfen Blut ab. Ja, das sehen Sie jetzt, das Vitalblut von Patienten, der keiner Mobilfunkbelastung ausgesetzt ist. Da sehen Sie, dass die Erythrozyten schön frei sind. Das Blutserum ist zu sehen. Hallo? So. Das ist Blut von der gleichen Testperson, wo es vorhin schön auseinander waren. Und jetzt sehen Sie mal, wie die roten Blutkörperchen alle zusammengeballt sind als Geldrollen. Dann kann das Blut natürlich nicht mehr seine Arbeit leisten. Wenn das ein Dauerzustand ist, bildet sich irgendwann ein starker Thrombus. Und je nachdem, wo der Thrombus sich festsetzt, im Gehirn gibt es einen Schlaganfall. Wenn das Herz ist, Herzinfarkt oder Lunge oder Thrombose, wo auch immer. Ob man es überlebt oder gelähmt ist, das ist dann die Frage. Neben seinem Bauernhof wurde 1997 eine Mobilfunkantenne errichtet. Dann begann eine Odyssee. Aufgefallen ist uns schon im Frühjahr 1998, dass die Schwalben und viele andere Zugvögel weggeblieben sind. Die Kühe wurden kaum mehr trächtig und immer wieder sind Kühe an Immunschwäche verendet, bis der Tierarzt einmal zum Fenster rausgeschaut hat und sah die Antenne. Bilanz bis heute, über 30 verendete Kühe, alle an Immunschwäche. Wir lassen jedes Jahr Blutbilder seitdem machen, eindeutig belegt. Und weit über 100 totgeborene, frühgeborene, schwachgeborene Kälber. Und das alles bei einem durchschnittlichen Kuhbestand von 8 bis 9 Kühen. Allein in den letzten 3 Monaten haben wir wieder 3 Kühe verloren. Die vierte liegt da, wahrscheinlich auch demnächst soweit. Das andere ist noch der klägliche Rest, der noch da ist. Die aufgezeigten Schädigungen an Menschen, Tieren und Pflanzen beweisen, dass diese Technologie gegen das Leben gerichtet und daher so lange abzulehnen ist, bis eine unschädliche Alternative gefunden worden ist.